Start. 50.000 Zuschauer und strahlender Sonnenschein sind die traumhafte Kulisse für einen traumhaften Auftakt. Das Abenteuer Deutsche Tourenwagenmeisterschaft 1988 hat begonnen. Zolder erlebt die Machtdemonstration einer einzigen Marke. Ford. Der Sierra Cosworth, schon in der Welt- und Europameisterschaft zu sportlichen Ehren gekommen, gibt jetzt klar den Ton an. BMW, Daimler-Benz und Opel müssen sich zunächst mit der Verfolgerrolle begnügen. Dank Turboaufladung hat Tuner Rüdi Eggenberger dem 2-Liter-4-Ventil-Triebwerk schon über 500 PS entlockt. Die deutschen Regelmacher aber haben dieser gewaltigen Leistung, die früher auch zu Formel-1-Siegen gereicht hätte, bereits vor Saisonbeginn einen Riegel vorgeschoben. Dem Turbo wird durch einen sogenannten Air Restrictor, im wahrsten Sinne des Wortes, die Luft abgedreht. Aber nicht genug, wie Zolder zeigt. Während vorne Klaus Ludwig und Klaus Niedzwitz einsam ihre Runden drehen, wird dahinter erbittert gekämpft. Christian Danner hätte sich den Ausgang dieser Attacke auf Harald Groß wohl etwas anders vorgestellt. Fahrfehler bei dem einen, technischer Defekt bei dem anderen. Für Danner und den Franzosen Danny Snowbeck ist das erste Rennen gelaufen, auch wenn sie nach kurzer Pause weiterfahren können. Ludwig und Niedzwitz, die beiden Vize-Weltmeister, lassen sich auch durch Überrundungen nicht aus der Erfolgsspur drängen. Dass es dagegen beim Mercedes-Comeback noch etwas holprig zugeht, beweist Sigi Müller Junior mit seiner etwas eigenwilligen Vorstellung von der Ideallinie. Auch BMW spielt zu Saisonbeginn nur eine Statistenrolle. Der Gesichtsausdruck von BMW-Sportchef Wolfgang Peter Flohr verdeutlicht, dass er mit der Dominanz von Ford alles andere als einverstanden ist. Klaus Ludwig wird schon zum Auftakt seiner Favoritenrolle gerecht. Der dreimalige Le Mans-Sieger gewinnt souverän den ersten Lauf. Doch dann wird es hektisch. Nur 10 Minuten bis zum Start des zweiten Laufes. Zum Feiern bleibt keine Zeit. Nur schnell die Reifen gewechselt, eine kurze Verschnaufpause. Für die durchgeschwitzten Fahrer neue Anweisungen vom Teamchef. Ein letztes Durchchecken des Autos und schon geht es wieder los. Ein neues Rennen, aber das gleiche Bild. Drei Ford fahren vorneweg. Klaus Ludwig, Klaus Niedzwitz und Armin Hahne. Erst dann die Verfolger, BMW und Mercedes. Das Duell dieser beiden Marken sorgt für zusätzliche Spannung. Der BMW M3 und der Mercedes 190e 2,316 sind nahezu ebenbürtig, denn beide werden von einem 4-Ventil-Saugmotor mit rund 300 PS aus 2,3 Litern Hubraum angetrieben. Schnellster Mann des Rennens ist Armin Hahne. Mit dem Wolf Sierra Cosworth erzielt der Krefelder im Training wie im Rennen Rundenbestzeiten. Doch er hat Pech. Zuerst zwei Dreher, dann geht ihm während der furiosen Aufholjagd das Benzin aus. Im Mercedes-Lager ist man bescheiden und freut sich über den vierten Platz von Jörg van Ommen. Doch der Sieger heißt erneut Klaus Ludwig. Berechtigter Jubel im Team von Bernhard Grab. Was wollen Sie mehr? Zwei Siege an einem Tag und die Tabellenführung für Ihren Fahrer Klaus Ludwig. Da kann auch BMW-Chef Flohr nur anerkennend gratulieren.